Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben gestern zum Einstieg stark entlang dieser Frage diskutiert, so wie unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem momentan aufgestellt ist, stößt es an Systemgrenzen, sowohl an ökologische, also an systeminterne, als auch an politische, das war dann das Thema des gestrigen Abends insbesondere, um die Stunde der Krise ist immer auch die Stunde der Verunsicherung und die Stunde der Verunsicherung ist immer die Stunde auch der Rechtspopulisten. Offensichtlich ist es den progressiven Kräften, das war dann die These von Robert Missig, noch nicht ausreichend gelungen, hier eine Alternative zu entwickeln, diese Alternative auch glaubhaft darzustellen. Heute Vormittag wollen wir einen Schritt weiter gehen, einen Schritt weiter denken und so in Richtung dieser Alternative und auch einen ersten Schritt in Richtung Umsetzung dieser Alternative denken. Das Thema ist Ökonomie neu denken, Postwachstumsökonomie. Was können so Bedingungen und Möglichkeiten einer Postwachstumsökonomie sein? Was kann das mit Subsistenz und mit Suffizienz zu tun haben? Wie müssen wir und in welche Richtung müssen und können wir unsere Versorgungsmuster ändern? Ich möchte dazu einen Mann auf die Bühne bitten, der sich einerseits als Wissenschaftler dazu einen Namen gemacht hat. Derzeit vertritt er den Lehrstuhl für Produktion und Umwelt an der Universität Oldenburg und hat im Rahmen sozusagen seiner wissenschaftlichen Karriere eine Reihe von Publikationen rund um dieses Thema Postwachstumsökonomie gemacht. Die neueste Befreiung vom Überfluss ist in einer Rezension hier vorhanden, leider nicht, glaube ich, im Buchoriginal, aber als Rezension und zwar in einer Zeitschrift. Buch ist auch da. Okay, super. Buch ist auch da und Rezension ist auch da in einer Zeitschrift der Robert Jung Stiftung. Aber Nico Pech ist nicht nur Wissenschaftler, sondern er ist auch sehr verankert in einer Reihe von politischen und praktischen Initiativen. Unter anderem ist er Fernsehmoderator im Lokalfernsehen in Oldenburg und moderiert dort Sendungen zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation. Und er ist auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Oldenburger Energiegenossenschaft. Nico Pech darf Sie auf die Bühne bitten und um Ihren Input. Grüß Gott. Ich habe 10 Stunden geübt im Zug, diese Grußformel auswendig zu lernen, weil da, wo ich herkomme, heißt es eigentlich Moin Moin. Egal, in welche Tageszeit man sich begegnet. Ja, zu meiner Person ist schon einiges gesagt worden. Also da muss ich dann überhaupt nicht mehr nachlegen. Also komme ich gleich zum Thema, weil ich habe ja nur 40 Minuten Zeit. Was sehr, sehr wenig ist. Einige Aspekte, die ich gerne untergebracht hätte im Rahmen dieses Vortrags, die werde ich dann in dem Workshop, an dem ich ja heute Nachmittag beteiligt sein werde, die werde ich dann da nochmal behandeln. Da wird es vor allem um die Frage der Entgrenzung gehen, der Entgrenzung als das, was man normalerweise unter Fortschritt, unter Effizienz, Produktivität oder Kreativität versteht. Also da wird es ein bisschen um die Abrechnung mit unserem Fortschrittsdenken gehen und die Frage der Entkopplung, obwohl ja eigentlich der Robert Miesig gestern im Prinzip nahegelegt hat, heute nochmal auf die Frage einzugehen, ob es so etwas wie qualitatives, grünes oder nachhaltiges Wachstum wirklich geben könnte. So, das war nur eine kurze Vorrede. Ich möchte jetzt gleich in das Thema einsteigen, indem ich so etwas wie einen kleinen Kompass entwickle, um Ihnen und Euch die Navigation in der Dortmund-Historie der Nachhaltigkeitsdiskussion zu erleichtern. Ich unterscheide 2 Nachhaltigkeitsströmungen, die einander seit 40 Jahren diametral, fast unversöhnlich, gegenüberstehen. Zum einen gibt es die sogenannte ökologische Modernisierung, die beruht auf der Prämisse, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum nicht nur notwendig ist, sondern auch wünschenswert ist und überdies ökonomisch durchhaltbar ist und ökologisch neutralisiert oder von Schäden entkoppelt werden kann. Die beiden technischen Prinzipien, die man nun benötigt oder ich würde eher sagen glaubt zu benötigen, um dieses Wunder des Fortschritts zu vollbringen, sind einmal die ökologische Effizienz und die ökologische Konsistenz. Die Effizienz besagt, den Input an ökologisch relevanten Ressourcen zu minimieren, um ein ganz bestimmtes Wohlstandsergebnis zu erzielen, an dem dann aber unter keinen Umständen Abstriche gemacht werden dürfen. Ein 3-Liter-Auto ist effizient, weil es nur halb so viel Input braucht wie ein 6-Liter-Auto. Man spricht dann von einer Effizienzverbesserung um den Faktor 2. Viele Befürworter dieser Strategie, die an ein grünes Wachstum glauben, vermitteln öfters die Botschaft, dass eine Effizienzerhöhung um den Faktor 10 möglich sei. Ich habe alle
Ausgaben von Raumschiff Enterprise gesehen, aber Captain Kirk, nicht mal der, hat je gesagt, dass so etwas möglich wäre. Okay, dann gibt es noch die andere Variante, die ökologische Konsistenz, vertreten durch Leute wie zum Beispiel Michael Braungart oder Franz Alt. Das sind diejenigen, die der Meinung sind, man muss gar nichts einsparen, sondern man muss den stofflichen Metabolismus und die Umwandlung von Energie so qualitativ ökologisieren, dass es so etwas wie Emissionen, Abfälle oder andere ökologische Degradation gar nicht geben kann. Die regenerative Energie und die Kreislaufwirtschaft sind da so die beiden Kronzeugen, die man technischerseits dann bemüht, um zu zeigen, dass so etwas möglich ist. Und die Algebra dieser Art der Modernisierung sieht dann so aus, dass also das Bruttoinlandsprodukt als die Summe aller in Geld bewerteten Güter und Dienstleistungen, die pro Jahr in einer Volkswirtschaft produziert werden, dass also dieses Bruttoinlandsprodukt steigen möge und gleichzeitig wie durch so ein fettes Abscheiden quasi die ökologischen Schäden entweder nicht mitwachsen oder sogar gesenkt werden können. Und diese ökologische Modernisierung ist ein Wiedergänger, die seit 40 Jahren mit unterschiedlichen Begriffen daherkommt, um damit zu vertuschen, dass es sich dabei um alten Wein in neuen Schläuchen handelt. Vor 40 Jahren hieß das Ganze noch qualitatives Wachstum. Dann ging man dazu über, von ökologischem Wachstum zu reden, dann von nachhaltigem Wachstum, dann war mal von dekarbonisiertem Wachstum die Rede. Deswegen habe ich ja auch als ein Beispiel für ökologische Schäden CO2-Emissionen genommen. Inzwischen versucht man das Ganze als Anglizismus irgendwie zu verbalisieren. Man spricht von Green Growth, das TH nicht vergessen, Green Economy für die, die kein TH aussprechen können, oder Green New Deal kann man das dann auch nennen. Damit trete ich wahrscheinlich einigen auf die Füße, weil das ist ja der Slogan der Grünen, nicht nur da in Deutschland. Gut. Und die gesellschaftspolitische Vision, also das war Algebra, jetzt kommt Mengenlehre, die gesellschaftspolitische Vision, die dahinter steht, bezeichnet man oft als Triple Bottom Line oder einfach Drei-Säulen-Modell. Die Idee dabei ist, dass es der Wirtschaft gut gehen möge, weil die Unternehmergewinne und die Investitionen zunehmen. Gleichzeitig, und das ist dann der sozial positive Impact, steigen natürlich auch die Arbeitnehmergehälter und die Steuereinnahmen, was wiederum dem Fiskus die Möglichkeit gibt, die Verteilungsmasse zu steigern, die man braucht, um denjenigen etwas zu geben, die bislang im Rahmen von gesellschaftspolitischen Verteilungskonflikten ins Hintertreffen geraten sind, ohne anderen den Status quo streitig machen zu müssen. Das hat gestern eine Dame schon da hinten gesagt, als sie dem Robert Miesig sagte, er sei ja auch eigentlich ein Populist. Okay, und dem gegenübergestellt ist das, worüber ich heute reden möchte, nämlich das sind wachstumskritische Ansätze. Die Prämisse hier ist quasi die Antithese zu der Prämisse der ökologischen Modernisierung. Das heißt, weiteres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ist weder durchhaltbar noch wünschenswert noch ökologisch zu entkoppeln und würde auch überdies gar nicht dazu beitragen, jedenfalls nicht notwendigerweise, dass also soziale Unterschiede oder gar Armut gelindert wird. Ich sehe gerade, dass hier was verrutscht, die PowerPoint-Präsentation ist offenbar nicht ganz kompatibel. Was wir aber wissen müssen ist, dass auch unter den Wachstumskritikern eine Kontroverse herrscht, die nicht so scharf ist wie zwischen diesen beiden Hauptströmungen. Es gibt einmal Wachstumskritikerinnen und Kritiker, die sich mehr mit institutionalem Wandel beschäftigen. Dazu hat der Elmar Altvater gestern sehr viel beigetragen. Das sind Konzepte, die sich auf den Marxismus beruhen, indem sie die Verwertung des Kapitals verändern wollen, nämlich demokratisieren, vergesellschaften wollen oder die Verteilungsfrage stellen über die Eigentumsfrage. Aber nicht nur der Marxismus ist ja eine wichtige Strömung, sondern auch die Vertreter der Bodenreform, etwa Adolf Damaschke, Henry George, Silvio Gesell, Peter Barnes, Dirk Löhr und so weiter. Und dann eine dritte Strömung sind die Befürworterinnen und Befürworter der sogenannten Gemeingüter oder Commons. Die Eleanor Ostrom, die ja nun leider gestorben ist, die ist den meisten von Ihnen und euch bekannt, weil sie ja den Nobelpreis bekommen hat. Ebenfalls unter den, ich würde mal sagen, Befürwortern eines institutionalen Wandels sind diejenigen, die den Markt angreifen. Kapitalismuskritik heißt für mich nämlich nicht, dass die Marktwirtschaft deswegen in Frage steht. Aber die wird auch teilweise kritisiert. Da werden dann Konzepte vorgelegt, wie zum Beispiel planwirtschaftliche. Die sogenannte Initiative Ökosozialismus befürwortet so etwas. Dann gibt es aber auch wiederum Koordinationsvorschläge, die zwischen freiem Markt im neoliberalen Sinne und der Planwirtschaft im sozialistischen Sinne anzutreffen sind. Ebenfalls die Geldreformer sind hier zu finden. Da kann man wiederum zwei Strömungen unterscheiden. Die sogenannte Freiwirtschaftslehre beschäftigt sich mit der wachstumstreibenden Wirkung des Zinssatzes,
während die Vertreter der sogenannten Monetative sich berufen auf Keynes und vor allem Irving Fisher, und die wollen, oder Binswanger, Huber sind ganz neue Vertreter, sie wollen die Geldschöpfung eindämmen, weil sie glauben, dass die Geldschöpfung, die unbegrenzte Geldschöpfung der Geschäftsbanken dazu beiträgt, dass wir einen Systemimmanenzzwang haben. Vor allem aber wird hier die Rolle der Politik hervorgehoben, die über Rahmenbedingungen quasi das Wachstum eindämmen sollte. Demgegenübergestellt sind Vertreter des substanziellen Wandels, die von vornherein den Konsum und die Produktion in den Fokus nehmen. Hier gibt es ganz andere Stichwortgeber. Leopold Kohr, Louis Mumford, Fritz Schumacher, Ivan Illich, Ceausescu Rögen, Gronemeyer, Juliette Shaw, die ein schönes Buch geschrieben hat. Ich glaube, ich zähle mich auch dazu. Hier geht es um den Rückbau der Industrie. Hier geht es um mehr als Wachstumskritik. Hier geht es um Zivilisations- und Fortschrittskritik, damit Sie gleich wissen, was Sie heute erwartet. Hier geht es vor allem auch um Deglobalisierung. Es geht um die Verkürzung der Distanz zwischen Verbrauch und Produktion. Es geht insbesondere, und das hat der Kurt gerade schon angesprochen, um Formen der Suffizienz, reine Reduktion, und der Subsistenz, das heißt die Rückkehr zur Möglichkeit der Selbstversorgung. Also es geht um Verzicht und es geht um die Rückkehr ins Mittelalter. Stimmt's? Nein, stimmt nicht. Und das will ich auch versuchen zu erklären. Die Mengenlehre, die hierzu gehört, zu dieser Ausrichtung, das gilt dann aber sowohl für die institutionellen und die substanziell orientierten Wachstumskritiker. Die Mengenlehre, die hier also kompatibel ist, würde die Ökosphäre als unverhandelbare Grenze jedweder zivilisatorischen Entwicklung anerkennen und konstatieren, dass die Gesellschaft, das Soziale, nur eine Teilmenge davon sein kann. Und die Ökonomie, die auf diese Weise in ganz andere Grenzen gewiesen wird, kann wiederum nur eine Teilmenge der Gesellschaft sein. Nicht wir sind für die Ökonomie da, sondern die Ökonomie ist alleine für uns da. Das ist dann aber auch eine Antithese zum Neoliberalismus. Schauen wir uns eine solche ökologische Grenze an, die ist gestern bruchstückhaft schon angesprochen worden, aber man kann sie nicht oft genug betonen. Der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung in Deutschland, der nicht etwa für Greenpeace oder ATTAC, sondern wirklich für die Bundesregierung arbeitet, hat, wie ich finde, auf denkbar elegante Weise alle bisherigen wissenschaftlichen Darlegungen zum Klimaschutz zusammengefasst, durch den Budgetansatz. Wir haben ja in Europa, das, der Elmer und ich haben gerade darüber gesprochen, offenbar gerade dabei ist zu zerfallen, aber haben ja einen umweltpolitisch, historisch einmaligen Konsens, der darin besteht, dass alle Regierungen sich zum 2-Grad Klimaschutzziel bekannt haben. Würden wir das nur ernst nehmen, und das kann ja wohl keine radikale Forderung sein, würden wir das nur ernst nehmen, käme dabei heraus, dass wir bis 2050 noch etwa 750 Milliarden Tonnen an CO2-Äquivalenten freisetzen dürften. Würden wir jetzt Klimaschutz und globale Gerechtigkeit verbinden, und ich wüsste nicht, welche Alternative zu dieser Konstruktion überhaupt diskutabel sein könnte, käme heraus, dass jeder Mensch bei 7 Milliarden pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2 verursachen dürfte. Wenn die Bevölkerung wächst auf etwa 9 oder 9,5 Milliarden, käme ein Wert heraus, der nahe bei 2 Tonnen liegt. Wie viele wissen, hat Jürgen Randers in dem neuen Bericht des Club of Rome gehofft oder versucht zu begründen, dass wahrscheinlich bei 8,1 Milliarden der Peak Population erreicht wird. Also das heißt, dass wir dann wegen der Urbanisierung gar nicht mehr so viel Bevölkerungswachstum haben. Dieses Trichtermodell ist ein Modell der Kontraktion und Konvergenz. Das besagt, dass die hochintensiven Lebensstile abrüsten müssen, um diesen Zielkorridor zu erreichen, während, und alles andere wäre Zynismus, natürlich unterversorgte, materiell unterversorgte Länder, etwa in Afrika, das Recht zugestanden bekommen müssen, einen Zuwachs an wirtschaftlichem Wachstum zu haben, damit sie wenigstens nicht in Armut leben, ein Gesundheits- und ein Bildungssystem haben. Das heißt, die müssten noch eine Zuwachsrate auch an CO2-Emissionen dann entsprechend eben zugestanden bekommen. Das ist ein hartes Modell, 2,7 Tonnen. Ich kenne Menschen in Deutschland, die allein über ihre Ernährung 3 Tonnen verursachen. Eine Flugreise von Wien nach New York und zurück liegt bei über 4 Tonnen. Von Wien nach Sydney mit Zwischenlandung 14,5 Tonnen. Damit ihr wisst, Sie wissen, worüber wir hier reden. Nachhaltige Entwicklung, zumal Klimaschutz, ist ein Projekt der Sesshaftigkeit. Wer das nicht hören will, sollte aufhören, über Klimaschutz zu reden. Punkt. Es gibt nun so Schlauberger, und ich habe ja gesagt, ich will nicht über Entkopplung reden. Die meinen, man könne unser Mobilitäts-
und auch unser Konsummodell aufrechterhalten durch technische Innovation. Da ich jetzt hier nicht die Zeit habe, diesen Punkt näher auszuführen, mache ich es mir ganz einfach. Wenn man die Frage beantwortet, woher unser Wohlstand kommt, gibt es letztlich für mich nur eine Antwort. Und das ist eine Antwort, die nicht nur Adam Smith gegeben hat, auch eigentlich Karl Marx, Mill, Ricardo, Schumpeter, Keynes, Erhard, alle, die von Ökonomie eine Ahnung haben. Nämlich, unser Wohlstand resultiert aus industrieller Arbeitsteilung. Wir müssen die Produktion jedweder Dienstleistungen und Produkte, um uns viel kaufen zu können für unser Geld, zerlegen in immer kleinere spezialisierte Teilprozesse der Produktion, auf die sich jeweils ein Unternehmen spezialisiert. Wenn wir dann die Weltoberfläche nehmen und wie ein Schachbrett betrachten und die Arbeitsstationen immer dahin schieben, wo die Kosten am günstigsten sind, dann schaffen wir es, Produkte wie so ein Notebook oder so ein Mikrofon oder so zu verbilligen, dass wir uns für ein gegebenes reales Einkommen entsprechend viel kaufen können. Das ist der Trick der Wohlstandsmehrung. Jetzt haben Sie verstanden, wie moderne Ökonomien funktionieren. Aber weil das so ist, begründet sich unser Wohlstand darauf, dass fast nichts mehr von den Dingen, die wir Wohlstand nennen, noch in Österreich oder Deutschland produziert wird. Dieses Notebook wird in Deutschland bestenfalls noch verpackt. Dieses Mikrofon auch und meine Armbanduhr auch. Das heißt, die schmutzigen Teile, die energieintensiven und damit kostenträchtigen Teile der Produktion sind nicht in Deutschland oder Österreich. Und das wiederum heißt, dass dann, wenn man über Entkopplung oder etwa Energiewende redet, dass dann der Energiemix eines Landes überhaupt keinen Aufschluss darüber gibt, ob man mit Klimaschutz oder Energiewende weitergekommen ist oder unter welchen Bedingungen und Möglichkeiten überhaupt Energiewende möglich ist. Nur der Weltenergiemix gibt einen Aufschluss darüber, den habe ich aufgelegt, von 2007. Die Bundesregierung hat sich noch 2010 auf diese Zahlen berufen, die sind leicht verändert, aber nicht im Großen und Ganzen. Regenerative Energie, der Kronzeuge für das grüne Wachstum. 16% an regenerativer Energie haben wir im Weltmix. Das sind in erster Linie Kuhfladen, ist kein Witz. Kuhfladen und aufgesammeltes Holz in der Savanne. Vor 40 Jahren war dieser Anteil schon bei 13%. Was wir bräuchten, um unsere Konsum- und Mobilitätsgesellschaft aufrechtzuerhalten, ist das, was die Energieökonomen unter moderner regenerativer Energie verstehen. Und das sind im Prinzip nur drei Quellen: Solarthermie, Photovoltaik und Windenergie. Wo taucht die hier auf? Unter den Sonstigen, die beträgt 0,2%. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie naiv muss jemand sein, zu glauben, man könne über grünes Wachstum, über technische Innovation von 0,2% absehbar, wir haben nicht alle Zeit der Welt, auf 100% kommen. Und das unter dem Aspekt, dass wir wissen, dass in China und Indien pro Woche zwei neue fossile Kraftwerke ans Netz gehen. Denn der Hinweis darauf, dass wir jetzt in Europa eine Energiewende betreiben, die so hektisch ist, dass sie einem Amoklauf gegen den Rest an integren Landschaften gleicht, dass das doch eigentlich diesen Energiemix verändern müsste, das alles nützt ja nichts, wenn wir wissen, dass der fossile Bereich noch schneller wächst. So, mehr wollte ich eigentlich zu grünem Wachstum auch nicht sagen, sondern gleich übergehen zu einer möglichen Antwort auf dieses Problem. Wenn ich von Postwachstumsökonomik rede, dann meine ich damit eine neue, ökologisch orientierte wirtschaftswissenschaftliche Teildisziplin, die drei Fragestellungen eruiert, die bislang auch in der Umweltökonomik, auch in anderen, auch teilweise gesellschaftskritischen Diskursen, einfach vernachlässigt wurden. Gibt es wissenschaftliche Begründungszusammenhänge dafür, zu begründen eben, dass also weiteres Wachstum des Bruttoinlandsproduktes keine Option für das 21. Jahrhundert sein kann? Da gibt es insgesamt vier. Erstens, dass die Entkopplung krafttechnischen Fortschritts nicht funktioniert, man also nicht beides haben kann. Ein Zuwachs des Outputs der Volkswirtschaft und gleichzeitig eine Senkung der ökologischen Schäden. Darauf bin ich gerade eingegangen, das werde ich heute im Workshop vertiefen. Zweitens haben wir ökonomische Wachstumsgrenzen. Alles, was wir Wohlstand nennen. So einen Satz habe ich heute schon mal so angefangen, aber der zweite Teil dieses Satzes ist ein anderer jetzt. Ist abhängig von erstens viel und zweitens billigem Rohöl. Und nicht nur das, auch von Flächen, von Palladium, von Coltan, also von vielen seltenen Erden und Metallen. Und wir rasen jetzt auf eine Grenze zu. Aber bleiben wir mal beim Öl. Ich bin selber Mitglied des Postfossil-Instituts, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die sich also gerade mit Peak Oil beschäftigen. Und wir haben inzwischen das Fördermaximum des sogenannten konventionellen Öls erreicht. Eigentlich hat die letzte Weltwirtschaftskrise verhindert,
dass Peak Oil spürbar wurde. Schon im Juli 2008 ist der Preis für ein Barrel Rohöl ja kurzfristig etwa bei $150 gewesen. Selbst die absolut, was die Sensibilität auf Peak Oil und Ökologie anbelangt, unverdächtige internationale Energieagentur hat inzwischen in den beiden letzten sogenannten World Energy Outlooks ganz unverwunden konstatiert, dass wir nicht mehr ausschließen können, dass der Preis für ein Barrel Rohöl in den nächsten ein bis anderthalb Jahrzehnten mal irgendwo die $200 erreicht. Dann ist die Party vorbei. Selbst ein Glas Mineralwasser in Österreich oder Deutschland ist noch erdölabhängig. Selbst dieses T-Shirt, ja, mit Wolle aus kontrolliert ökologischem Anbau, toll, aber der Transport, die verschiedenen Arbeitsstationen, die weltweit durchlaufen werden müssen, damit ich als Konsument dieses Ding abrufen kann, das alles verbraucht so viel fossile Energie, die durch keine regenerative Energie je ersetzt werden kann, dass man Folgendes sagen kann: Wer am Schräubchen dieser Ressourcenpreise dreht, der dreht an der Finanzierbarkeit unseres Wohlstandes. Wenn man das ernst nimmt, dann ist nachhaltige Entwicklung oder auch die Wachstumsfrage nicht mehr ein ethischer Imperativ wie vor 20 Jahren, als es hieß, aufgeklärte Erdenbürger sind es sich schuldig, darüber nachzudenken, was man tun muss, um nachfolgenden Generationen bewohnbare Lebensgrundlagen zu hinterlassen. Nein, es ist reiner Selbstschutz. Die soziale Fallhöhe, die wir erreicht haben durch unseren massiven Wohlstand in Europa, bedeutet, dass dann, wenn jemand den Teppich zieht, Strukturen zusammenbrechen, die wir dann im Prinzip nicht mehr beherrschen können. Das heißt, der Rückbau unserer Wohlstandsarchitektur ist keine ökologische Frage allein mehr, sondern ist eine Frage des Risikomanagements und eine Frage der Herstellung von sozialer Sicherheit. Aber um es hier schon vorwegzunehmen, der Preis für diese soziale Sicherheit gegenüber den Ressourcenkrisen ist der, dass mehr Bescheidenheit nötig ist. Denn Stabilität ist nicht auf jedem beliebigen Wohlstandsniveau erzielbar. Dritter Diskurs, die Befunde der Glücksforschung. Was ist die Zivilisationskrankheit Nummer 1 in Europa? Die Depression. Die Vorstufe, der sogenannte Burnout, ist das Thema so vieler Bestseller geworden in letzter Zeit, dass man regelrecht von einem Überforderungsdiskurs reden kann. Die psychologische Belastung, die Überlastung, die Reizüberflutung, der Verzehr von Aufmerksamkeit und Konzentration, nicht nur in den Köpfen wohl situierter Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch im Leben eines jeden Europäers, in dessen Grenzen immer mehr die Ereignisdichte zunimmt. Das alles überfordert uns. Konsum macht nicht notwendigerweise immer glücklicher, jedenfalls nicht nach Erreichen einer ganz bestimmten Grenze. Dieser Diskurs ist euch und Ihnen hinreichend bekannt, weil er ja auch in den Medien ausgebreitet wird. Ich glaube von Matthias Binswanger, das Buch Tretmühlen des Glücks, liegt da auch irgendwo aus. Okay. Besser ist natürlich die Originalquelle von Richard Layard, The Happy Society, die glückliche Gesellschaft im Deutschen. Vierter Diskurs, Spezialgebiet von mir, weil ich 10 Jahre an einem außenwirtschaftlichen Lehrstuhl tätig war. Oft wird ja behauptet, wenn man Wachstum schon nicht ökologisch entkoppeln kann, wenn es schon ökonomisch nicht durchhaltbar ist, wenn es zumindest die prosperierenden Gesellschaften nicht glücklicher macht, kann man da nicht wenigstens behaupten, dass Wachstum in Asien, Afrika und Lateinamerika Armut tilgt oder wenigstens Gerechtigkeitslücken mildert. Auch das ist so voraussetzungslos als These nicht durchhaltbar. Wir wissen aus der realen Außenwirtschaftstheorie, dass der Preis dafür, sogenannte Armutsökonomien heranzuführen an die internationale Arbeitsteilung, denn das muss man tun, um das Bruttoinlandsprodukt stetig steigern zu können, dass der Preis dafür immer ein industrieller Strukturwandel ist. Und dieser Strukturwandel führt zu einer Reallokation der Ressourcen dergestalt, dass die Ärmsten der Armen verlieren. Auch wenn wir neue Mittelschichten kreiert haben, in Indien, China, Brasilien, Südafrika und weiß der Teufel wo, haben wir trotzdem als Nebeneffekt die Folge, dass die Ärmsten der Armen sogar verlieren. Auch in Brasilien können Sie das erkennen. Also dass also wenigstens die Ärmsten der Armen etwas hätten davon, dass also das wirtschaftliche Wachstum zunimmt, stimmt so nicht. Das hat Paul Samuelson schon in den 40er Jahren zeigen können. Das können Sie sogar in Lehrbüchern der realen Außenwirtschaftstheorie nachlesen. Und sagen neoliberale Ökonomen, naja, was soll sein? Wenn insgesamt aber doch das Wachstum da ist, kann man das doch dann umverteilen. Paul Samuelson hat als 90-Jähriger in verschiedenen Interviews mit seinem bekannten breiten Grinsen gesagt, und das ist bestimmt kein Linker, gesagt, nee, sagt er, ich bin ja nun alt genug, oder? Ich mache das hier seit 70 Jahren, liebe Leute. Ich habe noch nie erlebt, sagte er, dass irgendwo
diesem Planeten eine Regierung den Schneid hatte, die Verteilungspolitik zu implementieren, die dazu führt, dass die Gewinne des Fortschritts so umverteilt werden, dass die Ärmsten der Armen eben auch etwas davon haben. Das sagt ein im Prinzip neoliberaler Paul Samuelson. Kommen wir zur zweiten Diskursebene. Was sind die Treiber? Was sind die Ursachen dafür, dass sich moderne, industriell arbeitsteilige, globalisierte Volkswirtschaften nicht anders stabilisieren lassen, als dadurch, dass das Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr real mindestens um 1,5% zunimmt? Die Diskurse, die Teildiskurse, muss ich sagen, die sich hier subsumieren lassen, sind so üppig, dass man wirklich eine weitere Sommerakademie bräuchte. In der Länge von 5 Tagen, um das alles durchzugehen. Und doch werde ich Ihnen und euch heute zumuten, da einen Blick drauf zu werfen, weil ich eine Clusterung vornehme, ich unterscheide Push- und Pull-Faktoren und dann werde ich auf diese Wachstumstreiber kurz eingehen. Und natürlich der dritte und wichtigste Zweig der Postwachstumsökonomik ist die Herleitung, die systematische Herleitung von Bedingungen, unter denen eine Wirtschaft ohne Wachstum zu stabilisieren ist. Das sind so ein paar Eintragungen, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich möchte kurz eingehen auf die Frage der Wachstumstreiber. Ich hatte gerade schon an anderer Stelle vorweggenommen, wovon der materielle Wohlstand moderner Konsum- und Industriegesellschaften abhängt, nämlich von industrieller Arbeitsteilung. Nehmen wir mal an, diese Uhr, die ja auch ein Handwerksbetrieb in Oldenburg, da wo ich mein Unwesen treibe, herstellen könnte, nur dann würde die eben 500 Euro kosten. Nehmen wir mal an, diese Uhr wird so produziert, so hat sie eben nur 95 Euro gekostet, dass sie das Resultat 50 miteinander verketteter Wertschöpfungsstufen ist. Und jede Wertschöpfungsstufe ist immer dahin geschoben worden, zum Beispiel dieses kleine Schräubchen hier hinten, das wird in Thailand produziert, ein Produktionswirtschaftler sieht das sofort. Und das Armband kommt aus Bombay, okay, weil es da 5 Euro Cent billiger ist als vielleicht in Salzburg oder so. Das ist Grund genug dafür, wenn ich 500.000 davon produziere, rechnen Sie das mal hoch, die Produktion dahin zu verlagern. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt 50 spezialisierte Arbeitsstufen, die quasi nötig sind, um diese Uhr zu produzieren. Dann gibt es einen wichtigen Befund. Es ist nicht möglich, in einer arbeitsteiligen Produktion ohne vorher Kapital zu akquirieren, den Betrieb aufzunehmen. Das ist das unhintergehbare Merkmal der industriellen Arbeitsteilung. Dass ich die Größenvorteile, die Spezialisierungsvorteile, die zu einer betriebswirtschaftlichen Kostenminimierung senken, dass ich die nur nutzen kann, wenn ich die Produktionsfaktoren vorfinanziere, um sie kaufen zu können, um sie dann in die Produktion stecken zu können, damit dann am Ende die Produkte rauskommen. Der Kapitalbedarf ist das unhintergehbare Merkmal der Spezialisierung. Und mit zunehmender Spezialisierung und Verbilligung unserer Produkte steigt die Kapitalbedürftigkeit der Produktion. Und daraus resultieren, das ist Teil 1 der Erklärung, wo die Wachstumstreiber herkommen, sogenannte strukturelle Wachstumstreiber, nämlich Push-Faktoren. Wenn ich jetzt als Produzent dieses kleinen Schäubchens eine neue Fabrik aufmache oder zu Beginn, dann wenn ich die auch habe, die Fabrik, der Produktions- oder Planungsperiode, die Finanzierung gewährleisten muss, kann ich zur Bank gehen. Geld leihen. Dann muss ich Zinsen zahlen. Und allein um diese Zinsen zu verdienen, muss ich immer einen Zuwachs produzieren. Das heißt, es reicht nicht aus, um mich betriebswirtschaftlich lebensfähig zu erhalten, nur alle sonstigen Kosten zu decken. Ich muss immer die Kapitalkosten decken. Damit wird der Zins zu einem Wachstumstreiber, aber nicht notwendigerweise zum wichtigsten. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch Pech, du bist doch blöd, geh doch lieber an die Börse und emittiere Aktien, finanziere doch deine Produktion über Eigenkapital. Dann bin ich in der Logik, die gestern Elmar Altvater sehr schön und elegant hier ausgebreitet hat. Dann muss ich Renditen erwirtschaften, die niemals unterhalb des Zinses sein können, weil keiner ist so blöd, Aktien zu kaufen zu einer erwartbaren Rendite, die unterhalb der Zinsen liegt, weil die Bank ist immer noch sicherer, bislang jedenfalls war sie das, also immer noch sicherer als die Börse. Das heißt, Zinsen und Renditen, die alle 50 Produktionsstufen in irgendeiner Form zusätzlich erwirtschaften müssen, aufsummiert über den ganzen Wertschöpfungsprozess, geben in einer ganz groben Kontur einen Eindruck davon, wo strukturelle Wachstumstreiber herkommen. Sie sind also das Resultat von industrieller Arbeitsteilung, die die Kapitalbedürftigkeit der Produktion erhöht und natürlich auch Resultat des Geldsystems und selbstverständlich Resultat von irgendetwas, was wir als Gier bezeichnen könnten. Dass man aber nicht auf der Angebots- oder Nachfrageseite so eindeutig lokalisieren kann, denn an diesem Spiel sind alle beteiligt.
Konsumenten sind immer auch Sparer und die rennen auch dahin, wo sie die höchsten Renditen oder Zinsen oder Überschüsse bekommen. Es gibt aber einen dritten Aspekt, das ist die Reproduktion, so nannte Karl Marx das. Ein deutscher normaler Betriebswirt würde sagen, Abschreibung, weil mit zunehmender Entgrenzung der Produktion, und das ist nichts anderes als Arbeitsteiligkeit, steigt der Bedarf an Infrastrukturen, steigt der Bedarf an Erneuerung der materiellen Voraussetzungen dieser Produktionsmechanismen, dieser globalisierten Wertschöpfungsketten. Und dieser Verschleiß muss ebenfalls, weil ich sonst den ganzen Motor der Produktion ja nicht erhalten kann, dieser Verschleiß muss auch immer quasi mitproduziert werden, durch Abschreibung oder auch proaktiv durch Rückstellung oder wie auch immer. Das in aller Kürze, aber das ist nicht alles. Und deswegen unterscheidet sich sicherlich meine Position auch von der, die Elmar Altvater hier gestern so schön vorgetragen hat. Aber das ist ja auch kein Widerspruch, sondern nur eine Ergänzung jetzt. Es gibt kulturelle Wachstumstreiber. In einer Spätphase der Moderne, in der die soziale Stellung eines Individuums in Konsumgesellschaften durch nichts anderes determiniert wird, als durch Konsum, Mobilität, Telekommunikation oder andere Formen der Bespaßung, die man rein symbolisch um der Selbstdarstellung willen kommunizierbar macht nach außen, also extrovertiert als Konsummotiv entsprechend lebt. In so einer Welt gibt es keine Obergrenze für das, was Konsumentinnen und Konsumenten noch wollen könnten. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir alle strukturellen Wachstumstreiber in irgendeiner Form tilgen, aber wir eine Konsumkultur weiterhin aufrechterhalten, wie wir sie jetzt antreffen in Europa, werden wir auch aus der Wachstumsspirale nicht herauskommen. Und daraus ergibt sich auch eine Wachstumsdynamik. Warum? Wenn ich ein Mensch bin, der Ende der 70er Jahre eine bestimmte Ausstattung hatte, im Hinblick auf die Optionen der materiellen Selbstverwirklichung und alle anderen um mich herum dieselbe Ausstattung hatten, war ich kulturell anschlussfähig, ich war nicht ausgegrenzt, ich war nicht prekär, ich hatte das, was man als Teilhabe bezeichnet, an der modernen Gesellschaft. 30 Jahre später, mir ist nichts weggenommen worden. Aber alle anderen haben einfach nur mehr bekommen. Sie haben plötzlich iPhones, sie fliegen in die Karibik, sie sind ständig auf Konferenzen, sie haben noch ein schöneres Haus als ich, fahren Autos mit so großen Rädern oder, und haben an jeder Hauswand ein Flatscreen. Plötzlich bin ich ausgegrenzt, obwohl mir keiner was weggenommen hat. Um meine soziale Position zu erhalten, um meine kulturelle Anschlussfähigkeit zu gewährleisten, muss ich aus rein defensiven Gründen nachziehen. Und damit erklärt sich übrigens auch dieses vermeintliche Paradox. Wenn nämlich einerseits die Glücksforscher sagen, Moment mal, Konsum macht doch notwendigerweise, zumindest im Nachhinein betrachtet, gar nicht unbedingt glücklicher und trotzdem konsumieren die Leute wie verrückt. Sind die einfach gierig oder durchgeknallt? Nein, das ist falsch. Es gibt eine kultursoziologische Mechanik, die ich eben gerade dargestellt habe. Wobei der Witz ist, dass natürlich auch Ökonomen sich damit beschäftigen. Fred Hirsch hat mit seinem Buch Die sozialen Grenzen des Wachstums genau diese Positionalität des Konsums offengelegt. Mit anderen Worten, wenn wir keine veränderte Konsumkultur umsetzen, nützt alles andere auch nichts. Umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Es reicht überhaupt nichts, gegen die Konsumkultur anzuwettern, ohne die strukturellen Wachstumstreiber, Renditen, Zinsen und natürlich industrielle Arbeitsteilung in irgendeiner Form zu mildern. Was daraus folgt, ist fast schon trivial. Die erste Seite der Implikationen, die man daraus ziehen kann, betrifft dann also die Tilgung der strukturellen Wachstumstreiber. Und die purzeln einem natürlich jetzt entgegen. So wie es drei Gründe gibt für strukturelle Wachstumstreiber, gibt es drei Therapievorschläge. Der erste ist einer, da verweise ich nochmal auf Elmar Altvater, der erste Therapievorschlag ist einer, der auf die Renditen zielt, der auf die Verwertung des Kapitals zielt. Wir können Unternehmensverfassung und Formen verändern. Wir können auch radikal marxistisch vorgehen und sagen, wir müssen alles verstaatlichen. Wir könnten aber auch Zwischenlösungen finden. Ich bin ja heute schon vorgestellt worden als Aufsichtsratsvorsitzender einer Energiegenossenschaft. Ich war überdies 8 Jahre Genossenschaftsvertreter der Ökobank. Ich bin ein unheilsamer Befürworter von Genossenschaften, weil ich glaube, dass Genossenschaften eine ganz tolle Verbindung darstellen zwischen einer Demokratisierung der Wertschöpfung und damit einer möglicherweise auch dämpfenden Gestaltung von Renditeerwartung einerseits und der Aufrechterhaltung eines kreativen Unternehmertums. Ich bin ja nun mal kein Marxist, das heißt, ich finde Unternehmen nicht immer nur per se schlecht oder so, sondern ich kann mir unter bestimmten Umständen immer vorstellen, dass Unternehmertum noch Sinn machen kann, aber nicht unter den derzeitigen Bedingungen. Ebenso gibt es hervorragende Ansätze des solidarischen Wirtschaftens, wo man noch in einer noch
demokratischeren Form Wertschöpfung gestalten kann. Und natürlich die Gemeingüter, die man auch oft ins Feld führt als eine Form der Vergesellschaftung von Produktion. Hier ist die Bandbreite relativ groß. Kernfrage muss immer sein, wie gelingt es, Renditen zu senken? Wie gelingt es, Kapitalverwertung ohne den Zwang zu allzu hohen Profiten irgendwie zu organisieren? Zweiter Ansatzpunkt, die Geldreform. Klar, ich habe das heute zu Beginn schon gesagt. Zinsinduzierte Wachstumszwänge zu mildern, setzt voraus, eine Geldreform sich vorzustellen, wo die Umlaufsicherung des Geldes nicht mehr auf Zinsen beruht, sondern vielleicht, wie Silvio Gesell das vorgeschlagen hat, auf Basis rostender Banknoten. So etwas kann man nicht flächendeckend umsetzen, glaube ich. Freiwirte behaupten das zwar, aber ich bin da etwas skeptisch. Aber Regionalwährung als eine vorsichtige, auf freiwilliger Basis einzuführende Ergänzung zum Euro, die kann ich mir sehr gut vorstellen, die fordere ich auch und ich arbeite auch in diesem Bereich, ich bin Mitglied des Fachverbandes der Regio-Währung in Deutschland halt. Noch wichtiger könnte der sogenannte Vollgeldansatz sein. Es ist ein Skandal und gleichzeitig auch eine Ursache, Mitursache für die Finanzkrisen, die wir derzeit erleben, dass Geschäftsbanken unbegrenzt Geld schöpfen können. Der Vollgeldansatz beruht darauf, das zu unterbinden. Das heißt, eine Geschäftsbank würde in diesem Konzept nur das an Krediten vergeben können, was zu 100% von Sparern eingelegt wurde. Die einzige Möglichkeit, dann noch Geld zu schöpfen, verbleibt bei der Zentralbank. Josef Huber nennt das dann Monetative. Huber sagt, eine demokratische und vor allem stabilisierbare Gesellschaft braucht nicht nur eine Legislative, eine Judikative, eine Exekutive, sondern eine Monetative. Ist ein Vorschlag, kann man darüber diskutieren. Jetzt kommt der dritte Ansatz und das ist der wichtigste für mich. Deindustrialisierung, ohne Wenn und Aber. Das heißt die Rückkehr zur kurzen Wertschöpfungskette bis hin zum Gemeinschaftsgarten. Selbstversorgung, jetzt wird es unruhig, ich höre schon so ein Rascheln. Selbstversorgung. Warum nicht? Keine Angst. Es geht nicht um die Rückkehr ins Mittelalter. Es geht um nichts anderes als eine Kombination sich ergänzender Wertschöpfungssysteme, die sich dadurch unterscheiden, dass sie eben unterschiedliche Wertschöpfungskettenlängen haben. Wir werden nämlich nie rauskommen aus der globalisierten Güterversorgung. Das wäre nämlich Mittelalter. Und ich glaube nicht, dass ich so aussehe wie jemand, der das wollen kann. Deswegen komme ich gleich im letzten Akt meines Vortrags auf eine Konkretisierung eben zu sprechen. Ich bin aber auch gleich fertig. Dann die Pull-Faktoren, die kulturellen Wachstumstreiber. Hier kann nur die Logik der Suffizienz weiterhelfen. Das heißt, eine Reduktion der Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung ohne Wenn und Aber. Und dennoch behaupte ich, es kann und darf hierbei niemals um Zwang gehen und es darf niemals um Verzicht gehen. Es geht um die Logik der Entrümpelung. Es geht um die Logik der Befreiung von Überfluss. Es geht darum, sich von Dingen zu befreien, von Wohlstandsschrott, der sowieso unser Leben verstopft. Von Wohlstandsschrott sich zu befreien, der Geld kostet, Zeit kostet, die Ökosphäre belastet, Platz in Anspruch nimmt und fünftens nicht mal mehr glücklich macht. Diese Art der Entrümpelung ist gemeint und nicht etwa Verzicht. Schon gar nicht kann gemeint sein, dass in Europa die untersten Einkommensklassen konfrontiert werden sollen mit dem Imperativ der Suffizienz. Ich rede von der überwiegenden Mehrheit derjenigen, die ein prosperierendes Leben in den eben konsumierenden Mittelschichten frönen. Das ist gemeint. Wenn ich jetzt das zusammenfasse, bin ich auf dem Weg, eine Postwachstumsökonomie auf zwei Pfeiler zu stellen. Wie ich schon sagte, das erste ist eine Art des Reduzierens von Ansprüchen als Auspendeln derselben zwischen Maßlosigkeit und Askese. Das zweite ist, wenn wir auf Basis von Suffizienz eine Schrumpfung, eine Reduktion des Outputs der Volkswirtschaft herbeigeführt haben, dass wir dann den Rest der Bedürfnisse anders befriedigen als heute, indem wir, wie ich es gerade sagte, auf der Basis verschiedener sich ergänzender Wertschöpfungssysteme das Spektrum ausschöpfen, von der reinen Suffizienz bis zu einer Restgröße, die immer noch arbeitsteilig, industriell und sogar global beschaffen ist. In so einer Welt wäre die Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung ein erster politischer Schritt. Wir würden, wenn wir einfach mal so als Hausnummer von einer 50-prozentigen Reduzierung ausgingen, uns wiederfinden in einer Welt, das klingt erstmal wie eine schlechte Nachricht, in der die Arbeitszeit, die wir dann noch hätten, nur noch ausreichen würde, bei hinreichend fairer, gerechter Verteilung, dass alle
arbeitsfähigen und willigen Menschen 20 Stunden im Durchschnitt hätten. Die gute Nachricht dabei ist, dass dann 20 Stunden übrig bleiben, die wir hernehmen können, um proaktiv, handwerklich begabt, mit materieller, substanzieller Kompetenz ausgestattet, selber wertschöpfend tätig zu sein. Wir würden dann 3 sich ergänzende Wertschöpfungssysteme vorfinden, die lokale Selbstversorgung, die vollständig entmonetarisiert ist, dann ein mittlerer Bereich der arbeitsteiligen, aber deglobalisierten Wirtschaft, die Regionalökonomie, basierend auf einem anderen Geld, nämlich Regionalwährung, wie ich sie gerade schon ansprach, und die Restgröße als Ergänzung. Das heißt, all das, was wir nicht entrümpeln können, weil es Verzicht bedeuten würde, was wir nicht durch urbane Subsistenz herstellen können und was sich auch nicht in regionalisierten Wertschöpfungskreisläufen generieren lässt, das bleibt tatsächlich als Restgröße Teil einer globalisierten Weltwirtschaft, die aber entsprechend anzupassen ist. Dazu haben wir gestern auch von Elmar Altvater schon einiges gehört. Ich muss mal ganz kurz, ich habe zwar hier die Uhr, aber wie viele Minuten habe ich noch? Sie gucken so schön. 3. 3? Oh. Der Rest kommt dann im Workshop, dann mache ich jetzt einen kleinen Sprung, das macht aber nichts. Und werde ganz einfach nochmal ganz kurz... Ja, Sie haben gut lachen. Ihr habt gut lachen. Die Transformation des Rückbaus und Umbaus bedeutet, den Industriesektor auf dreierlei Weise zu verringern. Das heißt, die Suffizienz ist die eine Form des Abflusses, das ist die reine Entrümpelung, der Weg zur Regionalökonomie und der Weg in die Subsistenz. Und über die Subsistenz muss ich jetzt etwas sagen. Bevor ich das tue, möchte ich nochmal diese 3 Aggregate, die sich jetzt ergänzen sollen, nämlich einmal global, regional, lokal, nochmal unter einem ganz bestimmten Aspekt beleuchten, nämlich dem der Kapitalträchtigkeit. Damit kehre ich zurück zu den strukturellen Wachstumstreibern. Wir müssen, wenn wir Wachstumszwänge tilgen wollen, in diesem Fall die strukturellen, ja, die systemimmanenten, wir müssen die Kapitalintensität der Wirtschaft verringern. Und das können wir nur dadurch, dass wir Teile der industriellen Wertschöpfung eben überführen in weniger kapitalträchtige Formen der Wertschöpfung. Auf diese Weise können wir Zwänge der Kapitalverwertung reduzieren. Nicht allein, nur. Natürlich muss dann die Rendite, die Zinslast und andere Dinge müssen natürlich auch noch beachtet werden. Aber überhaupt den Bedarf des Kapitals in der Produktion zu senken, wäre ein wichtiger Schritt. Aber Obacht! Das hier ist die harte Tour. Das ist kein Badeurlaub für alte Leute. Weil vollkommen klar ist, dass der Wohlstand sinken wird. Er muss sinken, weil die Arbeitsintensität jetzt steigt. Sie kompensiert im Prinzip den Kapitaleinsatz. Aber wir können dann nicht mehr zu denselben Preisen Dinge kaufen. Das muss klar sein. Wie sieht die Subsistenz in der Praxis aus? Das mache ich jetzt mit dem Kurt, damit er nicht mehr so streng guckt. Mit dem mache ich jetzt folgendes Spielchen. Nehmen wir mal an, wir beide wohnen in Wien, in einem Stadtteil. Und wir finden uns in einer Postwachstumsökonomie wieder. Wir arbeiten jetzt beide durchschnittlich. Ich rede von der durchschnittlichen Lebensarbeitszeit. 20 Stunden. Er hat einen schönen Vorgarten und hat sich einen neuen Rasenmäher gekauft. Da hat er sich verausgabt. Denn mit 20 Stunden monetär entlohnter Arbeit kann er sich nicht mehr die Sprünge leisten, wie vielleicht vorher. Ich habe mir neulich eine wunderschöne Digitalkamera gekauft, aber habe mich meinerseits natürlich monetär so verausgabt, dass ich jetzt nicht auch noch einen Rasenmäher kaufen kann. Wenn wir beide jetzt als Nachbarn diese Objekte industrieller Arbeitsteilung untereinander teilen in der Nutzung, sodass ich keinen Rasenmäher und er keine Digitalkamera kaufen muss, dann haben wir im Prinzip was Revolutionäres gemacht. Und das ist urbane Subsistenz. Nicht nur, aber auch. Wir haben soziales Kapital an die Stelle produktiven Realkapitals gesetzt. Denn wenn alle das machen würden, kann die Rasenmäher- und Digitalkameraproduktion glatt um die Hälfte sinken, ohne dass irgendjemand auf irgendetwas verzichtet. Das ist die Logik der Gemeinschaftsnutzung. Gemeinschaftsnutzung ist urbane Subsistenz. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, dass der Kurt ein herausragender Handwerker ist. Kein Wunder, der arbeitet ja noch 20 Stunden arbeitsteilig. Also hat er die frei gewordenen 20 Stunden genommen, um sich über die Jahre hinweg als Tischler, als Schreiner so ein bisschen tätig, also kompetent zu machen. Er ist in der Lage, Holzgegenstände zu reparieren, statt sich ständig neue Möbel kaufen zu müssen. Das tut er nicht nur für sich, sondern auch für mich,
weil wir uns kennengelernt haben und weil wir Teil eines Netzwerkes sind, wo subsistente Leistungen ausgetauscht werden. Das kann man übrigens auch als Gemeingut organisieren, als Form einer solidarischen Ökonomie. Es geht aber auch zu zweit. Wenn er in der Lage ist, einen Holzgegenstand durch seine eigene Reparaturleistung doppelt so lange leben zu lassen als vorher, um wie viel kann dann die Produktion sinken? Richtig, um die Hälfte. Ich kann Computer reparieren. Ich bin in der Lage, ein Notebook so zu warten, dass es anstatt wie jetzt durchschnittlich 5, sogar 10 Jahre hält. Das mache ich nicht nur für mich, sondern auch für Kurt und andere, die das wollen. Ich habe ja 20 Stunden Zeit. Um wie viel kann die Notebook-Produktion sinken? Wenn wir das alle machen? Richtig, um die Hälfte. Der dritte Aspekt ist, dass der Kurt in einem Gemeinschaftsgarten arbeitet in Wien. Die gibt es da. Ich habe selber gesehen. Kein Widerspruch, bitte. Ich kriege von seiner Ernte etwas ab, als Gegenleistung dafür, weil ich jemand bin, der gerne Brot backt, backe ich ihm öfters ein Brot mit. Das ist keine Gemeinschaftsnutzung, das ist auch keine Nutzungsdauerverlängerung, das ist reine Eigenproduktion. Das hier sind die drei Outputs der modernen, urbanen, kreativen Subsistenz, eigene Produktion, Gemeinschaftsnutzung, Nutzungsdauerverlängerung. Und das sind die ökonomischen Inputs, eigene Zeit, keine Reparatur. Keine Gemeinschaftsnutzung, keine Eigenproduktion kommt ohne eigene Zeit aus. Aber wenn die Industrie zurückgebaut wird, wird doch die Zeit frei, die wir dafür haben. Das Zweite, was wir brauchen, ist handwerkliche Kompetenz. Einen Garten zu bewirtschaften, ein Möbelstück zu reparieren, einen Computer zu warten, ist Handwerk. Und dann schließlich das Wichtigste, soziales Kapital. Die Reaktivierung zwischenmenschlicher Beziehungen als Nutzung zum produktiven Faktor ist ökonomisch relevant. Letzter Satz dazu. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass urbane Subsistenz nichts anderes ist als der Versuch, eine geschrumpfte Wirtschaft, aber nicht eine getilgte oder auf Null zurückgefahrene Wirtschaft, eine geschrumpfte Wirtschaft schlicht und ergreifend zu veredeln durch das Zutun entkapitalisierter, entmonetarisierter eigener Leistungen. Auf diese Weise ist eine moderne, zivilisierte, auch sozial gerechte Daseinsform denkbar in einer Postwachstumsökonomie. Vielen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit.